Ich grüße euch, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir einen Vorschlag von dem guten Undead Collector. Ich habe seinen YouTube-Kanal unten verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, sehr empfehlenswerter Kanal auf jeden Fall. Und der hat mal vorgeschlagen, mal einen NES-Titel wieder zu testen oder dass ich mich da durchquäle. Und zwar Solstice für das NES. Ich hoffe, ich habe das im Entferntesten irgendwie korrekt ausgesprochen. Da kann ich keine Garantie geben. Und zwar eher nicht, weil das Spiel an sich schlecht wäre, sondern einfach nur sauhart. Ihr seht es schon im Hintergrund die ganze Zeit. Ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar, das ist das Handbuch, was wirklich sehr schön gestaltet ist. Ich habe nämlich ausnahmsweise auch die Anleitung dazu. Ich achte ja nicht drauf, aber ich nehme sowas schon mal gerne mal mit, wenn es eh dabei ist. Und zwar ist das Tatsache, ich hoffe, dass ich das so einigermaßen in die Kamera kriege, ist das wirklich wie eine Schriftrolle gestaltet. Und das finde ich doch thematisch sehr schön. Damals hat man sich bei Spielen, bei sowas noch echt Mühe gegeben, was ich heutzutage leider, leider vermisse. Also, schauen wir mal rein. Das Spiel hat an sich einen sehr sperrigen Namen und zwar Solstice, die Suche nach dem Zauberstab von Demnos. Das klingt doch mal spektakulär, würde ich sagen. Ja, auch das Cover sieht natürlich sehr, sehr martialisch aus mit diesem Typ mit der nackten, muskulösen Brust und so weiter. Also, schauen wir mal, was uns da erwartet. Okay, das wird die Story sein. Shaddex, help me! Prinzessin Eleanor! Okay, wir sind wahrscheinlich der Shaddex. Okay. Es gibt einen bösen Zauberer. Princess Eleanor ist mein. Morbius, release her. Okay, dann ist Morbius der Böse. Also, sie ist verliert ihre Seele. Sie und er bekommt dafür ganz stark. Gut, also das Übliche. Ja, wobei ich sagen muss natürlich jetzt, so richtig wie der Typ auf dem Cover sieht der jetzt nicht aus, ne? Und oh, die Steuerung. Ah, isometrisch. Das ist wirklich das größte Problem bei dieser Art von Spielen, diese frühe isometrische Steuerung. Da mache ich immer einen Trick. Und zwar spiele ich es ja mit meinem guten Super Nintendo Gamepad. Das nehme ich dann einfach entsprechend schräg, dass es dann auch entsprechend passt. So komme ich zumindest etwas klar. So, wir können springen. Die andere Taste macht nichts. Ich nehme an, dann werde ich irgendwas noch einsammeln müssen. Okay, da komme ich nicht hoch. Okay. Also trotz, dass ich... Oh. Okay, die Blobs werden wahrscheinlich irgendwelche Gegner sein. Also die Musik ist schon mal gut auf jeden Fall. Okay. Nur Soundeffekte gibt es nicht so wirklich, ne? Ich hab das Knopf gedrückt, jetzt geht das weg. Hä? Ist das hier ein Trampolin? Ach, das habe ich jetzt eingesammelt. Damit kann ich dann höher springen, okay. Kann ich das hier irgendwie so hinschieben, dass ich da hochkomme? Oho! Voll der Trickjump hier. Okay. Ich habe mir gesagt, ich guck mal hier Select. Ah, okay, da gibt es so eine Art Karte. Wir haben Potions und die Hüte unten werden, denke ich mal, die Leben sein. Ach, okay, da ist ein Schlüssel. Zup. 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 Alter, diese Ansicht, Leute. Ah. Auch die Springphysik ist echt seltsam. Habt ihr das gesehen? Ah, okay, ich muss drauf springen und dann die B-Taste drücken. Dann sammeln wir was ein. Darauf muss man auch erstmal kommen. Okay, wir haben einen Schlüssel. Oh, diese isometrische Steuerung. Ah. Also ich kann jetzt schon sagen, das Spiel wäre auf jeden Fall besser, wäre die Steuerung nicht, oder das Spiel nicht in dieser Perspektive aufgebaut. Okay, kann ich das hier wieder aufnehmen? Ja. Muss ich da überhaupt da oben hin? Also, technisch kann man natürlich jetzt allgemein... Oh. Selbst, dass ich das jetzt so schräg halte. Okay.
Okay, da komme ich. Komme ich nicht hoch. Gehen wir es einfach mal hier weiter. Oh, hier sind Gegner. So richtig was hier zum Zaubern, sowas habe ich, ne? Was machen diese Potions denn? Ich will es auch nicht verschwenden. Also diesen Goblins gehe ich jetzt erstmal lieber aus dem Weg. Okay. Ah, okay, das verschwindet jetzt. Ja. Also kämpfen kann ich auf jeden Fall nicht. Okay. Oh, jetzt bin ich wieder am Anfang. Also die Musik ist geil. Kann man nichts sagen. Steuerung seltsam. Aber das ist ja bei Spielen... Okay. Einmal berühren, tot. Gut, ist man von NES-Spielen auch nicht anders gewöhnt. Ich frage mich, wie ich jetzt da... Das ging schnell. Nein, nein, komm her, plopp. Also hier komme ich anscheinend nicht weiter. So. Also muss ich ja hier oben wieder lang. Also gucken wir mal, wo wir hin können. Ja, hier jetzt nach unten quasi. Da waren wir noch nicht. Ach, geh doch da vorbei. Das mit der Steuerung. Okay, ich bin jetzt eigentlich in der Luft. Ich gehe jetzt einfach mal auf das grüne Ding und hoffe, dass es nicht irgendwie runterfällt oder so. Ja. Wieder am Anfang. War denn irgendwo was verschlossen? Waren die Blöcke schon vorher da? Nein, nicht dahin. Also ich glaube, das Spiel so als eine Art Rätselspiel wäre echt nicht schlecht, wenn es nicht diese Ansicht hätte. Das macht das alles irgendwie viel zu fummelig. Okay. Aber die Blöcke waren doch vorher doch nicht da, oder? Habe ich die jetzt übersehen? Okay, was machen die hier? Okay. Der Block wird höher. Warum auch immer. Da auch. Okay. A Credit! Ich dachte, das wäre einfach nur ein Block. Ich habe ein Credit. Ach, das war nur ein Gegenstand. Ich dachte, das wären zwei. Ha! Jetzt sind wir pink. Okay, die verschiedenen Farben werden sie wahrscheinlich genommen haben, damit man das besser unterscheiden kann. Das sind irgendwelche Springstiefel. Ich sehe jetzt aber keinen Weg, wie ich da hinkomme, ehrlich gesagt. Deswegen lassen wir das mal. Aber hier könnte ich ja einen Block gebrauchen. Kann ich die vielleicht mitnehmen und im nächsten Raum benutzen? Ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt... So, jetzt nehme ich den mal mit. Und? Nee. Okay. Brauche ich hier wahrscheinlich diese Sprungstiefel. Gut. Dann versuchen wir mal... Boah, wie soll ich denn mit einem Block da hinkommen? Einfach mal Start gedrückt. Da habe ich wahrscheinlich den Trank aktiviert. Potions. Ich habe ja die Anleitung. Wollen wir mal gucken hier, wie man das Spiel gewinnt. 19. Um das Spiel zu gewinnen, muss Shadax die Prinzessin Eleanor retten, nachdem er alle 6 Einzelteile des Zauberstabes Demnos gefunden hat. Bla 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 bla. Braucht man ein paar Zaubertränke und einen magischen Lageplan. Bla bla bla. Ja, Gegner. Sprengsätze.
Elfenstiefel, genau. Die wollen wir ja haben hier, die Elfenstiefel, ne? Ah. Der Pupone-Zaubertrank der Zerstörung vernichtet alle bewegenden Gegenstände im Raum. Okay. Gelbe Zauber, Wächter der Zeit, friert alle ein. Grün. Unsichtbare Gegenstände gibt's auch noch. Und der andere. Blau ist Schirm. Kann ich aber nur Feinde. Blau ist keiner. Okay, also den muss ich einsammeln. Aber wie soll ich denn da auch hochkommen? Boah. Also ich glaube, das ist so ein Spiel ohne einen Guide. Wieso? Was sind es überhaupt hier mit den Blöcken hier? Oder muss ich die hier irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren? Also warum kommen da Blöcke raus? Das ist doch total unlogisch. Ah, hier kann ich... Das habe ich ja voll Eis-Select drücken. Das ist jetzt meine Blödheit. Das hast du schon wieder vergessen, weil... Welcher Trank was macht, ehrlich gesagt? Hier, um versteckte Sachen zu finden. Blau. Nee. Grün. Den wollen wir. Und? Nichts. Ah, vielleicht müssen wir da dann mal hier gucken, ob da irgendwas versteckt ist. Und? Ja, den hätte ich gerne. Oh, wir haben schon 5% des Spiels geschafft. Also. Und? Das ist aber auch so Trial and Error. Es könnte sein, dass da irgendwo was versteckt ist. Ich finde es irgendwie blöd, dass man den Block denn nicht mitnehmen kann. Weil tatsächlich haben wir wirklich nur den Zauberschlüssel. Ich gehe noch mal zurück. Also da muss es irgendwo noch was geben, nehme ich mal an. Aber hier war ich ja schon überall, ne? Also immerhin gibt es eine Karte. Auch wenn sie natürlich leider nicht scrollbar ist. War ich hier oben schon mal? Oder kam ich da irgendwo mal her? Nee, da war ich nicht. Das ist vielleicht eine Chance. Ja, aber auch diese isometrische Ansicht. Dass man da jetzt gar nicht so genau weiß. So, jetzt müsste ich drauf sein, ne? Okay. Reicht nicht. Brauche ich hier vielleicht auch diese Stiefel? Ja, ich muss den Block kurz dahin schieben. Also ist sehr fummelig. So ganz warm geworden mit der Steuerung bin ich immer noch nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist so eine Eigenart von diesen isometrischen Spielen. Boink. Wie kann ich eigentlich diese Tränke wieder auffüllen? Weil jetzt habe ich die irgendwie verbraucht. 2 Aufladungen der Grüne. Das heißt, ich hätte jetzt da wirklich theoretisch fest wissen müssen, dass da was ist, ne? Dann ist da oben bestimmt zum Beispiel was, aber ich werde es ja nie erfahren. Kommt da eh nicht hoch. Oh. Es ist sehr... Okay. 5%. Also lieber Undead Collector, ich stimme dir zu. Es ist wirklich schwer. Aber vor allen Dingen, weil es verwirrend ist und wegen der Perspektive. Also das Spiel ist nicht unbedingt richtig schlecht oder irgendwie sowas. Man muss hier, glaube ich, wirklich nur viel reinarbeiten. Und so als Casual spielen,
da quält man sich damit echt, weil man nur große, große Fragezeichen überall hat und keinen Plan hat, was man überhaupt machen soll. Also, danke für die Empfehlung. Wenn ihr auch mal eine Empfehlung habt, meldet euch einfach. Ich versuche es mir zu besorgen, das Spiel, oder mal gucken, vielleicht habe ich es sogar schon mal in der Sammlung und dann mache ich das auch eine Folge draus. Also, danke, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.